Am 12. Mai waren wir 3.800 Streikende vor dem Brandenburger Tor. Unser Ziel: gleicher Lohn für gleiche Arbeit für alle Berliner Lehrkräfte. Ende April haben wir dem Finanzsenator Vorschläge unterbreitet. Die sind finanzierbar und realistisch. Und jetzt? Der Finanzsenator und die Bildungssenatorin verstecken sich weiter hinter einem Arbeitgeberverband namens TDL. Verantwortung kann man aber nicht einfach abgeben. Das Wegducken von Frau Scheres und Herrn Kolatz-Ahn ist verantwortungslos. Angesichts verfallener Schulen, übervoller Klassen und tausender fehlender Lehrkräfte. Wenn wir den Senat zum Umdenken bewegen wollen, dann müssen wir unseren Streik jetzt ausweiten. Geh mit uns auf die Straße und bring deine Kolleginnen und Kollegen mit. Für eine gerechte Bezahlung, für gleiches Geld und für mehr Respekt für unsere Arbeit.